So, und da können Sie sich jetzt überlegen, was Sie assoziieren mit dem Namen Montserrat Caballé. Hinreißenden Gesang, hinreißenden Humor, ein wunderbares Duett mit Freddie Mercury oder noch eine ganz andere Geschichte dieser Frau, die vor 90 Jahren in Barcelona geboren wurde. Michelle Brückner. Es konnte schon einmal vorkommen, dass sie auf der Bühne ihre Auftritte wegen eines Lachanfalls unterbrechen musste. Denn mindestens genauso bekannt wie für ihren Gesang war sie für ihre herzliche Art und ihr großes Lachen. Der Begriff Operndiva hat ihr hingegen gar nicht gefallen. Montserrat Caballé. Ihr Debüt gibt sie 1956 in Basel. 1959 zieht sie für ein Engagement nach Bremen, wo sie auch Deutsch lernt. 3 Jahre lang steht sie dort auf der Bühne. Der damalige Oberbeleuchter aus dem Bremer Theater erinnert sich. Sie war eine wunderbare Frau und ein Kumpel. Die hat sie nicht aufs Hofpferd gesetzt, war nicht. Dennoch ist sie wenig begeistert von der Hansestadt. Die Arbeit ist hart und auch der norddeutsche Winter macht ihr zu schaffen. Kurz bevor sie ihren Job an den Nagel hängen will, kommt 1965 ein Anruf aus New York. In der Carnegie Hall fällt die schwangere Marilyn Horn aus. Und die damals noch unbekannte Montserrat Caballé übernimmt. Ohne eine Probe die Titelrolle in Donizettis Lucrezia Borgia. Noch im selben Jahr gibt sie ihr Debüt an der Metropolitan Opera in New York und wird international bekannt. Schon als kleines Mädchen singt sie Bach-Kantaten. Doch die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere sind nicht die besten. Im Spanischen Bürgerkrieg verliert die Familie alles. Im Alter von 12 Jahren muss Montserrat Caballé deshalb die Schule verlassen, um als Näherin zum Familienunterhalt beizutragen. Doch ihre Eltern wissen um die Leidenschaft ihrer Tochter und unterstützen sie, wo immer es nur geht. Ihre Einstellung? Ein unbürgerlicher Beruf, den man liebt, ist 1000-mal besser als ein ordentlicher Beruf, den man nicht liebt. Und sie liebt ihren Beruf. Für einen Werbespot singt sie so laut und hoch, bis Parfümflaschen platzen. Für einen Spaß ist Caballé immer zu haben. Bei einer Aufführung in Wien 1986 imitiert sie das Harfenspiel mit der Frisur ihrer Bühnenpartnerin. Bei einem anderen Auftritt amüsiert sie das laute Niesen eines Zuschauers genau im Takt der Musik so sehr, dass sie vor lauter Lachen den Auftritt abbrechen muss. Ihre Lachanfälle stecken dabei nicht selten das gesamte Publikum an. Und das ist ganz... Moment! Das ist ja ganz kurz. Weil es muss so sein jetzt. Genremäßig hat sie keine Berührungsängste. Gemeinsam mit Queen-Sänger Freddie Mercury nimmt sie 1987 den Song Barcelona auf. Barcelona. Fünf Jahre später wird das Lied zur Hymne der Olympischen Sommerspiele in Barcelona. Da ist Freddie schon nicht mehr am Leben. Die Musik verbunden zu sein bedeutet nicht nur eine bestimmte Musik, bedeutet alles. Wissen Sie, wie die Sterne für mich sind alle, du kannst nicht nur auf eine gucken. Ne? Ich habe vor, auf der Bühne zu sterben, sagte Montserrat Caballé einst. So ist es leider nicht eingetreten. 2018 stirbt sie im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in Barcelona. Geboren wurde Montserrat Caballé heute vor 90 Jahren.